Seid ihr bereit für den zweiten Teil des großen Gravitrax-Turniers? Hä? Ist überhaupt irgendjemand da? Nice. Okay, dann fangen wir an. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres großen Gravitrax-Turnieres. Ihr habt die letzten Ergebnisse schon gesehen. Ich zeige sie euch jetzt auch einmal hier im Hintergrund. Habt die Tabelle natürlich bereinigt. Hier nochmal an der Stelle. Beim ersten Video hatte natürlich Gravitrax TV das erste Rennen gewonnen. Ich habe sie auch in die kleine Sprechblase mit reingeschrieben. Habe jetzt hier hinten die Siege auch ergänzt. Gucken wir mal, dass wir das diesmal live im Video tun und dann geht es heute mit den folgenden Partien weiter. Und zwar immer die, die ich jetzt hier markiere, werden gegeneinander antreten und das aus den jeweiligen Gruppen an Spieltag 2, an Spieltag 3, dann die letzten Partien und sollten dann noch ein paar Gruppen im Gleichstand haben, werde ich nochmal ein extra Video drehen, wo dann diese Partien ausgespielt werden, bis wir dann wissen, wer kommt in die K.O.-Phase. So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Match. Das erste Match ist Trax Trail gegen Marble Masters. Die rote Kugel gegen die silberne Kugel. So, dann geht es los. Die rote Kugel kommt hier sehr gut durch. Die silberne kann hier sogar an der Stelle knapp überholen. Aber die rote hängt jetzt hier richtig lang fest. Oh je, Trax Trail, kann er das noch aufholen? Müssen ja einmal schauen, die Silberne hatte ich jetzt schon einen kleinen Vorsprung, aber die Rote kommt hier gut durch. Jetzt ist die Frage, bleibt die Silberne vielleicht sogar hängen? Ja, bleibt da an diesem Jumper hängen und auch in der Kurve kommt sie nicht so schnell durch. Das kann Trax Trail ausnutzen, ist direkt hinter Marble Masters, kann jetzt hier vorbeiziehen und holt sich den, mal kurz gucken, den zweiten Sieg hier im zweiten Rennen. Glückwunsch an der Stelle. Ich werde das dann immer hier live für euch eintragen. So, dann das zweite Match als nächstes. Spielen die Gravitrax Guys gegen Gravibahn. Dann gehen wir hier einmal auf Play. Schauen mal, die grüne Kugel kommt hier ein bisschen schneller durch, aber die blaue hat natürlich den kürzeren Weg, kann sich dadurch einen kleinen Vorsprung arbeiten. Und die grüne bleibt sehr lange im ersten Trichter hängen, würde ich mal sagen. Und jetzt sind beide im Trichter, man kann gar nicht genau sagen, die blaue kommt schneller durch und die grüne bleibt ewig drin hängen. Was ist los, Gravibahn, hä? Heute nicht so früh aufgestanden. Ja, jedenfalls kommen die Gravitrax Guys hier sehr gut durch. Jetzt am Jumper nicht hängen bleiben, kommen hier sehr viel besser durch, als das gerade eben Marble Masters gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass Gravibahn das noch aufholen kann. Und damit heißt der Sieger Gravitrax Guys. Dann gehen wir wieder einmal in unsere Tabelle rein. Die Gravitrax Guys gewinnen dieses Duell. Und wir gehen hier rüber in unsere Gruppe B. Und dort seht ihr schon das erste Match, rote Kugel, Honobirn. Der hat was gut zu machen, hat das erste Rennen nicht gewonnen gegen die Gewinnerin vom ersten Spielteil gegen Gravitrax Ellie. Dann gehen wir in das Match rein, die rote gegen die graue Kugel. Gravitrax Ellie hier leicht vorne, Honobirn kann vorbeiziehen, ist jetzt erstmal hier in Führung, geht als erstes in den orangenen Trichter rein. Da ist immer der ganz entscheidende Punkt, wer hier zuerst durchkommt. Oh, Honobirn kommt als erstes rein, braucht aber länger, um da durchzukommen. Jetzt heißt es dranbleiben, um dann am Ende eben nochmal aufholen zu können. Wir schauen mal, Gravitrax Ellie hier noch leicht vorne. Boah, habt ihr gesehen, wie schnell die über den Jumper drüber ist? Verliert da kaum Zeit, dadurch wird es für Honobirn echt schwierig, dran zu bleiben. Und jetzt wird es ganz, ganz knapp. Gravitrax Ellie gewinnt dieses Rennen. Honobirn war richtig knapp dran. Hätte der Jumper nicht so gut funktioniert, hätte den bestimmt auch Honobirn holen können, diesen Sieg. Aber an der Stelle Glückwunsch Gravitrax Ellie zu ihrem zweiten Sieg schon. Und dann machen wir weiter mit der Partie Guardian of Gravitrax gegen Kugelbahn aus der Gruppe B. Und dann starten wir. Kugelbahn kommt hier gut durch, wird allerdings gleich von Guardian of Gravitrax kassiert, kann aber hier gleich wieder vorbeiziehen. Was ein Hin und Her. Jetzt sind sie in dem Trichter drin. Und jetzt wieder Kugelbahn sehr lange im Trichter, nicht zu weit hinten, kann das noch aufholen. Guardian of Gravitrax jetzt mit einem leichten Vorsprung, geht hier durch die Gausskanone und den Flip durch. Jetzt wieder die Frage am Jumper, bleibt hängen, wird dadurch ein bisschen Zeit verlieren. Kugelbahn kann da sehr gut aufschließen, ist direkt hinten dran, hat jetzt die Chance auf der Außenbahn zu überholen und schafft das auch. Kugelbahn holt sich jetzt hier den allerersten Sieg in diesem Turnier.
Glückwunsch an der Stelle an Kugelbahn. Und dann gehen wir wieder rüber in unsere Gruppe C mit dem Match Magic Marvel gegen Kugelspaß. Dann schauen wir uns das Ganze an. Die rote Kugel sind Magic Marvel und die graue ist Kugelspaß, hier mit einem sehr guten Vorsprung schon. Geht hier sehr gut durch, ab in den Trichter rein. Wieder der entscheidende Punkt, der kommt zuerst durch. Kugelspaß mit deutlichem Abstand. Oh, ist das Rennen jetzt schon entschieden? Hat er wirklich einen massiven Vorsprung gegenüber Magic Marvel. Das sieht sehr gut aus. Jetzt heißt es nur sauber durch diesen Jumper durchkommen. Das ist aber manchmal das Verhängnis. Der erste Kugel bleibt auch leicht hängen. Ist jetzt hier sehr langsam. Ah, der Vorsprung wird immer kleiner. Jetzt da in der letzten Weiche kann er auf der Außenseite von Magic Marvel überholt werden. Und tut das auch, war das ganze Rennen vorne. Aber dann bei meinem entscheidenden Moment leider sehr viel Zeit verloren. Man ist dann natürlich auch auf der nachfolgenden Strecke, die danach kommt, sehr langsam. Und dadurch wird viel, viel Zeit verloren. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Match aus der Gruppe C. Und zwar Lexfex gegen Erik M. Gravitrax. Und dann starten wir. Lexfex hat das erste Match gewonnen. Ist auch hier wieder vorne als allererstes im Trichter. Und Erik hängt wahnsinnig lange da in dem Trichter, in diesem Pendel da fest. Und auch hier kommt er aber richtig gut durch. Also Lexfex kommt gut durch. Erik bleibt wieder mal ewig hängen. Das ist wirklich jetzt schon verflucht, wenn man mal das erste Match noch im Hinterkopf hat. Und das wird ein easy win für Lexfex. Hier mit dem zweiten Sieg im Turnier, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, das wird nicht das spannendste Rennen. Das tut mir wirklich leid, Erik, an der Stelle. Hier muss ich wieder mit dem zweiten Platz begnügen, für den man sich leider in diesem Turnier nicht so viel kaufen kann. So, damit ist auch die Gruppe C abgeschlossen. Lexfex hier mit dem zweiten Sieg. Und dann kommen wir zu der Gruppe D. Mit den beiden letzten Partien mit Gravitrax 2019 gegen Gravitrax TV. Gravitrax 2019, die rote Kugel, Gravitrax TV, der hier in Führung geht, mit der grauen bzw. silbernen Kugel. Sind aber sehr dicht hintereinander, gehen jetzt in diesen Tunnel hinein. Wer kommt als erstes durch? Das ist Gravitrax TV. Ja, mit einem kleinen Vorsprung, aber ich glaube, das ist noch einholbar. Wenn hier Gravitrax 2019 dran bleibt. Ja, holt hier sehr gut auf, ist jetzt schon sehr dicht hinten dran. Oh, stark beim Jumper hängen geblieben. Und jetzt auch in der nachfolgenden Kurve, direkt im Windschatten. Jetzt kann jetzt bestimmt hier in dem letzten Segment einholen. Und so ist es. Gravitrax 2019 holt hier den zweiten Sieg des Turniers. Kann sich damit schon mal mit einem Fuß in die K.O.-Phase stellen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was denn später die Konkurrenz auch am letzten Spieltag noch macht. Das ist alles noch drin. Und jetzt kommen wir zum letzten Match. Das ist Gravitrax Studio gegen Balltrack Marble Runs. Viel Spaß beim letzten Rennen des zweiten Spieltages hier. Und dann fangen wir an. Gravitrax Studio fällt hier durch die längere Spur zurück, kann aber direkt zurückschlagen. Balltrack Marble Runs direkt hinten dran, jetzt in dem Trichter. Mal gucken, wer jetzt als erstes durchkommt. Oh, sehr viel schneller kommt hier Gravitrax Studio durch. Balltrack Marble Runs hier ein bisschen hinten dran. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie sieht es aus beim Jumper? Kommt hier super durch. Geht drüber, dadurch keine Überholmöglichkeiten mehr für Balltrack Marble Runs. Und Gravitrax Studio sichert sich hier den ersten Turniersieg am zweiten Spieltag. Glückwunsch an der Stelle. Also, und da haben wir ein paar sehr, sehr spannende Gruppen. Wie gesagt, ich werde vielleicht noch ein viertes Video machen, wenn die Gruppen unentschieden ausgehen sollten. Das kann man natürlich jetzt noch nicht so genau sagen. Schauen wir einfach, wie es in dem nächsten Spieltag ausgeht. Folgendes noch. Für die K.O.-Phase werde ich eine neue Rennstrecke bauen. Dort könnt ihr mir gerne helfen. Ich habe schon überlegt, schreibt mal in den Chat, ob ihr wollt, dass wir vielleicht einen Livestream machen, wie wir diese Strecke zusammenbauen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen würde, aber wir würden das irgendwie hinkriegen. Ich würde dann so Teile, wie zum Beispiel den Separator, ich weiß nicht, wie gut man es jetzt hier im Stream sehen kann, durch den Greenscreen wird das ein bisschen stark beleuchtet, Sachen mit dem Separator, vielleicht auch den Magneten beim Transfer
einbauen, solche Sachen, alles möglich. Deswegen schickt mir gerne eure Ideen, dann bauen wir die Strecke gerne zusammen von der K.O.-Phase dann anschließend. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, ihr kennt das Spiel, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins meiner Videos am dritten Spieltag und dann werden die ganzen Entscheidungen getroffen für die K.O.-Phase. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Oh.